Hallo und herzlich willkommen zu Rap by Tomb Raider. Ich bin Craner von Critical Era und wir sind jetzt gerade noch im altbekannten Gebiet, in dem ich diese nette Gruft geschafft habe und ich sammle noch ganz kurz ein bisschen Kleinkram. Irgendwo kann ich mich nämlich wieder zurückerinnern, ist mir gerade eingefallen. Genau, das wollte ich haben. Weil es ging damals nicht, weil es hieß, meine Axt wäre zu schwach. Aber wenn die jetzt nicht... Was ist denn da drin? Bergungsgut. Ja, ein bisschen Müll oder so. Egal, Müll, den wir nutzen können. Für uns. Da muss noch irgendwo ein bisschen was sein. Es fehlt noch so viel Zeugs, deswegen. Und besonders die Dokumente möchte ich halt jetzt nicht wirklich hier missen. Deswegen mal schauen. Ich weiß auch gerade nicht, was ich jetzt dabei reden könnte. Hier gibt es nicht gerade viel über den Spielablauf zu bemerken. Und schon finden wir wieder was. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Okay, das ist ja mal interessant. Was haben wir denn da drin? Brauchen wir nicht. Aber seht ihr, so viele. Diese Maske wurde im traditionellen japanischen Nottheater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Ein Preisschild? Dann ist das wohl eine Replik. Aha. Eine Replika. Ah, damit haben wir ja alle von den Dingern gefunden. Was ich alles später krieg. Naja. Ich hätte nur gern irgendwie... Weil hier haben wir damals mit dem Doktor das Ding gemacht. Oh, ein Lagerplatz. Leichter machen mit dem Zoom. Aber da regelmäßig immer meine geschärften Sinne benutzen. Bam! Okay, ich sehe es jetzt gerade. Das wird sicher wieder auf dem Weg sein. Die Dinger kann ich halt nur mit Pfeilen in Brand setzen, weil es das Spiel so will. Ist jetzt nur eine Theorie. Da hinten ist die runtergeladene Höhle. Okay, ich schau mal ganz kurz, ob ich die Dinger jetzt anzünden kann. Wenn nicht, gehe ich einfach zurück, weil das bedeutet, ich brauche echt. Ich werde erst am Ende noch eine super Sendung machen. Okay, keine Ahnung. Vielleicht ist dahinter auch gar nichts. Das sind einfach nur so dornige Büsche. Ja, dieser.
jetzt erstmal abchecken. Kommen die auf? Jawohl, 65 Bergungsgut. Ah, da oben ist noch was, das hebe ich auf. Naja, geben wir doch erstmal zurück. Wieder viel Zeug. Na gut. Wo bin ich? Ganz weit weg von da, wo ich sein will. Oh, echt, also Orientierung. Also das war, hat in DayZ irgendwie besser funktioniert. Ah, DayZ ist jetzt auch schon recht weit, also der Standalone, auf den freue ich mich auch sehr, muss ich sagen. Es soll mittlerweile Krankheiten geben, die sich auch verbreiten können. Verschiedene Medikamente, die halt auch verschiedene Krankheiten behandeln. Also alles im Allen verspricht es, sehr interessant zu werden. Aber na gut, auch von dem Spiel, bei diesem Spiel hier haben sie eigentlich mehr versprochen, als eigentlich drin steckte. Jetzt mal ins Bergdorf, aber ich habe jetzt gerade irgendwie keine große Ahnung, wohin ich eigentlich muss. Ah, okay, in die Richtung. Egal, da hinten die Kisten kann ich ja trotzdem noch aufmachen. Oh, warte, da liegt irgendwas. Baby, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich's einfach runter raus. Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich es vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste. Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach. Okay? Okay, was ist alles Interessantes? Es gibt da so Geschichten, die dann nebenbei sind. Sehr interessant. Nichts, was ich gerade irgendwie hier nutzen kann. Aber gut, wenden wir uns jetzt. Genauso wie ich es machen wollte. Wow. Genauso wie ich es nicht machen wollte. Komm schon, das hat gerade eben geklappt. Das klappt doch normal. Okay, es ist was zum Runtergleiten.
Jawoll! Und die schneiden Reliquienjäger. Wuhu! Das ist große Klette, eine Wurzel, mit der im Campo traditionell Entzündungen behandelt wurden. Okay. Die hat anscheinend nichts Besonderes. Ja, doch, klar. Also, können wir es. Haben wir hier Teile gefunden? Anscheinend nicht. Gut, dann weiter. Also, das war die Reliquie. Aber gut, jetzt werden wir trotzdem erstmal wieder der Hauptstory widmen. Einfach weil ich auch so wissen möchte. Also gut, was ich jetzt eigentlich bisher so rausgefunden habe. Die Typen hier gehören. Glauben irgendwie so an. Wo kann ich irgendwas hier? Kann ich sie irgendwas wieder abbringen? Die glauben an diese Göttin und so. Besonders dieser Matthias. Jetzt ist die Frage, die sich mir eigentlich gerade stellt. Hallo? Ja. Die Frage, die sich dadurch jetzt wirklich eher stellt, ist, dass das viel zu teuer ist. Und ich nichts habe. Gut. Was erhoffen die sich eigentlich damit, dass, wenn Sam auch zu einer Göttin wird, falls man das so sagen kann? Ich bemerke gerade eben, dass mein. Ah, war ein Versuch wert. Oh, Lara ist tot. Ja. Oh. Ran alle! Ah, die Richtung sieht ganz gut aus. Wow, ist mein Ziel weit weg. Und schauen wir mal, wie viel du schneller kletterst jetzt. Naja, geht. Nein, falsche Taste, falsche Taste, falsche Taste. Verdammt. Nope. Dumm, dumm. Von mir selber. Okay. Das war ganz gut. Ich hätte nie weggehen sollen von der Hauptquest. Nie wieder zurückfinden. Ah, ein bisschen schneller ist sie schon. Kaum merkbar, aber es ist dennoch da. Oh Gott. Naja, nicht kaum merkbar. Also man merkt es halt schon. Sonst würde ich es ja nicht sagen. Aber, ja, ihr wisst, wie ich meine. Was ist viel schlimmer ist, ist, ich hoffe eher, dass ich jetzt. Ah, hier oben war ich schon. Okay. Ja, ich muss da irgendwie runter hin. Ich könnte eigentlich eher, ich sollte eher. Was ist denn das überhaupt für ein Schnellreiselager? Ich komme hier gerade echt nicht klar.
Ich werde wahrscheinlich hier vollkommen falsch laufen gerade. Oh super, dann kann ich es doch noch ein bisschen beschleunigen. Probieren wir es einfach mal, hey. Okay, also ich glaube, ich bin erstmal auf dem richtigen Wege. Betonung liegt auf Glaube. Es ist eine Höhle, die habe ich. Ja, ich schaue mir mal so die Dokumente-Geschichte durch. Ja, das sieht ganz gut aus. Hau ich nicht, wirklich. Ah, das ist das Kloster. Da gab es sowieso nichts. Also ich bin der Meinung, genau, jetzt haben wir sie da. Okay, wir nähern uns dann doch jetzt wieder den Ziel, nachdem ich eine Folge lang noch rumgehört bin. Scheiße. Jetzt nur mal ganz kurz so blöd gefragt, aber bin ich gerade eben im Kreis gelaufen? Ich bin im beschissenen Kreis gelaufen. Hä? Dann passt okay. Nein, dann hätte ich. Ich hätte einfach hier gleich hochgehen sollen. Glaube ich. Alter Schwede, das Spiel macht mich fertig. Bin ich froh, dass ich nie Archäologe werden wollte. Hier ist nichts! Verdammte Ruinen. Auf der Insel bricht bald alles zusammen. Wow, Volltreffer! Der Tank ist... Hilfe! Die bringt uns alle um! Ja, ich guck mal auf! Oh, Scheiße. Keine Beine mehr? Nein, doch. Das sieht etwas brutal im Aus, wie die hinfliegen. Na gut,
wirklich, sie schießt auf euch. Ah, fuck. Egal, ich mache jetzt hier einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Tomb Raider. Crane out.